Meine Damen, meine Herren, darf Sie recht herzlich von meiner Seite begrüßen. Der Vortrag hat den Titel Change in turbulenten Zeiten und was Banken daraus machen, ein Erfolgsbericht. Wichtig ist das Fragezeichen. Ob das, was ich im Vortrag wirklich ein Erfolgsbericht ist, das möchte ich ganz gerne mit Ihnen auch im Dialog nachher erkunden. Weil es gibt keinen Königsweg für Change. Und das ist ganz wichtig, dass man das verinnerlicht. Und ich würde gerne nach meinem Vortrag gerne hören, was würden Sie mir denn empfehlen aus Ihren Erfahrungen in Ihren Unternehmen? Ich halte die Arealbank für sehr geeignet für einen Change-Prozess, weil wir in den letzten 6 Jahren verschiedene Phasen durchlaufen haben. Und ich habe in meiner Karriere sehr viele Change-Prozesse begleitet und fand sie immer sehr spannend. Und ich möchte beginnen mit einem theoretischen Teil, und Sie sehen auch, ein Praktiker hat einen Philosophen. Es ist nichts beständig als die Unbeständigkeit. Und das muss das Gedankengut sein im gesamten Management und in der gesamten Organisation. Wir können nicht auf dem beharren, was wir haben. Und deswegen betrifft Change eine ganz zentrale Managementaufgabe. Der Wandel ist ein permanenter Prozess, das muss verinnerlicht werden. Und Wandel annehmen und mitgestalten und nicht Angst davor haben. Und Fähigkeit zum Wandel entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. So, wie haben wir mal begonnen? Und was hier eben gesagt wurde zur Arealbank, war noch viel zu gelinde ausgedrückt. In den Jahren 2004, 2005 war diese Bank nahezu pleite. Wir haben einen Sanierungsfall gehabt. Ich zeige Ihnen gleich, was wir dann gemacht haben, damit wir ins Wachstum kommen ab 2007. Und dann kam die unsägliche Zeit nach Lehman Brothers, Krise und Krisenprävention. Und wie können wir Zukunft gestalten in einer massivst unsicheren Welt? Bestandsaufnahmen beim Sanierungsfall. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht typisch deutsch rangeht und immer nur das Negative sieht. Sondern fangen wir mal an mit dem Positiven. Die Stärken damals, ein tolles internationales Netzwerk, ein profitables Kreditgeschäft im Neugeschäft, sehr gute Kapitalmarktaktivitäten, was den Pfandbrief anbelangt und die Emission von Bankschuldverschreibungen. Dann eben Consulting-Dienstleistungen, ein sehr, sehr guter Bestandteil für die Equity-Story. Und die mittelständische Struktur. Kurze Kommunikationswege und ich als Chef weiß ganz genau, wo meine Leistungsträger im Unternehmen sind. Und gut ausgebildete Mitarbeiter mit einem breiten internationalen Background. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, jetzt brauchen wir ein Programm. Damals war Gerhard Schröder mit 10 Punkten, das wäre zu viel gewesen für uns, 3 Punkte zu wenig. Ganz pragmatisch ein 6-Punkte-Programm. Und dies ist der Rahmen gewesen mit dem Namen Areal Plus. Und dieses 6-Punkte-Programm sagt genau die Zielsetzung, wo wir hin wollten. Und unter jedem Punkt sind verschiedene Module, die durch ein Projektoffice kontrolliert worden, wo wir stehen und wo wir hin wollen. Das war einmal der Ausbau des strategiekonformen internationalen und nationalen Immobilienkreditgeschäfts, der Abbau der schlechten Kredite durch Verkäufe, Reduktion der Komplexität in der Mutter. Die 56 Direct Reports hatte ich in 8 Wochen geändert. Dann waren es 27. Und eine Modernisierung der Organisationsstruktur in der gesamten Gruppe. Wir haben uns von allen Non-Core-Aktivitäten getrennt. Und dann kam die Bank raus, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Die Stärkung der Vertrauensbasis. Und das war entscheidend. Und da kommt die entscheidende Funktion dem Chef an der Spitze zu. Sie müssen glaubhaft machen, dass Sie hinter dem, was Sie da sagen, auch stehen. Sie müssen das Unternehmen leben. Ich persönlich liebe Rockmusik ohne Ende. Und da gibt es ein Lied von Rod Stewart, das heißt Passion. Und das müssen Sie Ihren Leuten rüberbringen. Und das sind die Softfaktoren, dass Sie das, was Sie da sagen, von den Zahlen und von dem Programm, auch so vorleben, dass ein Vertrauen da ist, dass wir es umsetzen. Und das Nächste, was entscheidend ist, das ist das Thema, was Professor Wehner sagte, Trauerarbeit. Sie kommen zu harten Schnitten, die Sie machen müssen. Dann geht es darum, dass man die offen kommuniziert, fair mit diesen Menschen umgeht und vernünftig das auch in die Organisation trägt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben vor 3 Jahren das deutsche Bauträgergeschäft eingestellt. Da kann man nichts dran verdienen. Wir haben Einheiten in München gehabt und in Berlin. Die sind hervorragend gewesen, die Mitarbeiter. Durch diese strategische Entscheidung des Managements ist der Job weg gewesen.
Und jetzt geht es darum, dass Sie diese strategische Entscheidung auch klar kommunizieren. Was ist die Managemententscheidung, warum Sie das so gemacht haben? Und dann geht es darum, dass man mit den Mitarbeitern entweder ein Trennungsgespräch führt oder aber eine Fortbildung angedeihen lässt, dass sie in der Organisation bleiben können. Entscheidend ist, dass man sich mit einer Wertschätzung mit dem Mitarbeiter auseinandersetzt, auch in diesen harten Zeiten. Stärkung der Vertrauensbasis war auch ein weiteres Thema. Wir sind börsennotiert, damit unterliegen Sie einer ganz anderen Verpflichtung in der Öffentlichkeit, dass Sie das, was Sie da auch machen und kommunizieren, auch halten. Weil nichts ist schlimmer, wenn Sie etwas versprechen und Sie können nichts halten. Sowohl dem Mitarbeiter gegenüber, als auch in der Öffentlichkeit. Und dann sind wir rangegangen und haben eine moderne Unternehmenskultur aufgebaut, was immer das auch bedeutet. Und da ist wichtig, dass Sie sich zusammenfinden mit Ihren Mitarbeitern und definieren, wo stehen wir denn heute in der Kultur? Und die alte Kultur der Arealbank war zugeschnitten auf einen Boss, keine Kompetenz bei den Mitarbeitern, völlige Entmündigung der Mitarbeiter, kein dezentrales Unternehmertum. Und das muss man mal auf einen Zettel schreiben. Und dann muss man sich ein Wunschbild hinstellen und sagen, wie könnten wir denn leben? Und dann versuchen wir, dieses Wunschbild auch pragmatisch umzusetzen in verschiedene Themen. Das fängt einmal an, ein vernünftiges Führungskonzept hinzustellen. Was verlange ich von meinen Führungskräften? Das ist weiter ein vernünftiges Gehaltssystem. Und bevor ich über Gehälter denke, unterhalten wir uns doch bitte mal über Ziele. Wenn wir das nämlich auch in der Öffentlichkeit machen würden, wäre die Boni-Diskussion auch auf einem ganz anderen Eck. Und diese Themen haben wir einzeln abgehakt und sind durchgegangen. Und ganz wichtig, es muss auch irgendwo Spaß machen. Und deswegen gilt es, in regelmäßigen Zeitabständen die Etappen auch vernünftig zu feiern. Das, meine Damen und Herren, ein Bericht aus der Praxis, wie wir die Arealbank in den letzten 6 Jahren restrukturiert haben. Ich könnte Ihnen noch vieles mehr erzählen. Das kann nur ein Abriss sein dessen, wie man es in der Praxis gemacht hat, ob es richtig ist, ob es für Ihr Unternehmen passt. Einen richtigen Weg gibt es nicht. Es gibt nur Denkanstöße, die ich Ihnen geben wollte. Vielen Dank.